Wenn es jetzt immer noch leckt, dann weiß ich echt nicht weiter. Ansonsten willst du auf TikTok schieben. Das ist wirklich ein TikTok, ne? Ich wusste, es liegt halt wirklich an scheiß TikTok, ne? Kann noch wohl nicht wahr sein. Ihr war's doch, glaube ich. Das liegt doch nicht an TikTok. Mann, ey. Was löst das denn aus? Weiß es nicht. Warte kurz mal das OBS neu. Moment. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Ich denke mal ja nicht, aber... Das ist doch scheiße so. Dann muss ich wohl warten. Nicht so, dass ich das Problem nicht schon ein paar Mal gehabt habe, ne? Und es dann einfach wieder weg war, ohne dass ich was gemacht habe. Oh, hi! Hi! Hey, wie geht's? Hier drüben! Leck dir die Hölle, Alter. Kommst du nicht mit? Ich stehe nicht so auf Picknicks. Aber mach ruhig. Hatte gerade eine Idee für einen neuen Song. Das ist mir wichtiger. Perfektes Timing. Kannst mir beim Kochen helfen. Was gibt's denn Leckeres? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, Sojafleisch? Okay. Wäre Joss nicht besser geeignet? Joss hat ihren Teil erledigt. Nimm einfach den Löffel und rühr. Ist das ein altes Wort, Familienrezept? Aha. Zwiebeln, Paprika, Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Rühren! Ja doch, ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Ehrlich gesagt dachte ich, das mit dem Kochen wäre ein Witz. Oder dass Joss sich abmühen würde, während... Was? Joss kriegt es nicht mal hin, Wasser zu kochen. Ich schwing gern den Kochlöffel, kein Scherz. Hat in letzter Zeit nur kaum Gelegenheit. Wie geht's, Randy? Er muss sich erst wieder finden. Aber körperlich wird es echt lange dauern, bis er sich komplett erholt hat. Und mental? Das war eine üble Nummer. So krank das auch klingt, aber was Harris ihm angetan hat, hat ihm vielleicht geholfen. Vielleicht auch nicht, aber es fühlt sich an wie ein Neuanfang. Ich will nicht die Stimmung versauen, aber was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Darüber reden wir nachher. Klar, kein Stress. Es ist nur, du weißt schon. Ich weiß. Okay, ich glaube, du hast genug gerührt. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Wäre doch schön, wenn der Rechner einfach mal das tun würde, was er tun soll und nicht einfach
Nein, Randy war schon immer so. Aber das hat bestimmt nicht so. Dein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Das habe ich ihnen auch gesagt. Aber es kam immer dasselbe zurück. Niemand interessiert sich für Kinder, die irgendwie anders sind. Mit genau den Worten, ja. Wollte mir jedes Mal die Haare ausreißen. Wann kann ich ihn wiedersehen? Basmati. Nice. Sehr gut, ich wollte ihm nämlich was vorbeibringen. Er liebt Musik, also... Wie bitte? Ja, ich werde dran denken. Sagen Sie es mir einfach. Vielen Dank. Sie haben mir so, so sehr geholfen. Mhm. Ja, wir telefonieren bald wieder. So schön, dass du da bist. Siehst gut aus, Joss. Findest du? Danke. Danke für die Einladung. Ich sollte mich bedanken. Wie geht's Randy? Er ist noch im Krankenhaus, unter Schock. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei dir zu bedanken. Es ist vorbei. Alles andere ist egal. Ich... Was du für uns getan hast. Wenn Randy nicht... Du schuldest mir nichts, Joss. Danke. River ist draußen. Er konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Hab ich gemerkt. Das soll ihm den Rice bringen. Der Reisbringer. Jetzt die Tomaten. Jetzt kann der Reis rein. Reis ist drin. Okay, das muss eine Weile köcheln. Veranda? Schnapp dir einen Stuhl und ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, irgendwie friedlich. Als wäre nichts Schlimmes passiert. Sag mal, was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Liegt er noch im Koma? Ja. Ein seltsamer Zustand zwischen Leben und Tod. Eine leere Hülle in einem Krankenbett. Einfacher Kopfschuss. Schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Hab die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. River. Der Tod meiner Eltern. Ja. Sicher, dass du es hören willst? Was ist passiert? Dad hatte eine Farm. Wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Ein Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und gefragt, wo wir das Geld verstecken. River, du musst nicht weiterreden. Schon zu oft sowas gehört? Nein, aber es fällt dir schwer, darüber zu reden. Musst du nicht für mich. Okay, ja, du hast ja recht. Also, Harris, was hast du gemacht? Pistole an seine Schläfe und? Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung. Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut. Aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal sehen. Eva, du wolltest mit uns spielen. Hast es versprochen. Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. Darian, wir spielen. Ja.
Big Trouble in Haywood. Hol dein Set. AR-Spielzeug. Okay. Ich weiß halt nur nicht, warum das mit dem Rechner so leckt. Tut mir echt leid, ne? Keine Ahnung. Absolut kein Plan, was hier los ist. Oh, ich bin Cop. Und? Was meinst du? Sowas wollte ich schon immer mal spielen. Wow, nette Wumme hast du da. Hey, keine Zeit für Ablenkungen. Dieser Abschaum entkommt sonst. Wer? Ihr seht ja cool aus. Wie, darf ich vorstellen? Captain Joanne McLean und Lieutenant Henry Callahan. Die mit Abstand besten Kommissare in unserem Revier. Die regeln das schon. Ich arbeite immer alleine. Ohne Ausnahme. Genau, ich auch. Oh, von solchen Polizisten habe ich gehört. Einzelgänger. Genau. Ihren Vorgesetzten einen Dorn im Auge. Rebellen, die sich nicht an die Regeln halten. Ich wurde schon suspendiert. In Frührente geschickt. Zweimal. Und gefeuert. Dreimal. Ich werde zu alt für den Mist. Aber man kann einfach nicht loslassen. Die Stadt braucht mich. Ganz kurz, muss ich irgendwas über das Spiel wissen? Die Stadt ertrinkt in Verbrechen und Korruption. Auf den Straßen herrscht Chaos. Und auch wir sind keine Heiligen. Denn die Polizei wird von ihren eigenen Sünden heimgesucht. Die Lage scheint auswegslos. Denn niemand wagt es, ihm entgegenzutreten. El Chamuco en Diablado. Oh, der ist so fies. Aber wir können ihn besiegen. Der fieseste Fiesling aller Zeiten. Okay, dann mal los. Okay, unsere Aufgabe ist es, El Chamuco en Diablado zu finden und dabei seine Handlanger auszuschalten. Er wird für seine Verbrechen büßen. Wir spielen in zwei Teams. Wir zwei und die Kinder. Aber wir haben dasselbe Ziel. Das Team mit mehr Punkten gewinnt. Ihr habt keine Chance. Hey, wie? Mach mal langsam, okay? Was ist Ihr Lieblingsspiel? Okay. Auf ihn! Die Stadt gehört mir! Ihr habt keine Chance gegen mich! Er ist schnell! Aber das Gesetz ist unerachtet! Achtung! Seine Handlanger! Gar nicht schlecht! Volltreffer! Volltreffer! Nochmal! Nochmal! Hier lang! Die Kinder gewinnen niemals. Das Versteck. Den moralischen Verfall riecht man von weitem. Still, zu still. Ein Hinterhalt! Sie haben auf uns gewartet. Gar nicht schlecht. Nice, wird der mal schlimm, Alter. Zu viele Donuts. Noch bin ich dabei. Okay, das war's. Aber nächstes Mal müssen wir schneller sein. Aus dem Weg, Zivilist! Justizbehinderung ist ein Verbrechen. Das ist unsere letzte Warnung. Natürlich, Herr Kommissar. Ich bin schon weg. Lärmarsch! Zu viele Donuts! Nicht mehr weit. Noch bin ganz ich dabei. Ruhig, Callahan. Ich kann nicht einen meiner besten Kommissare verlieren. Mach dir keine Sorgen.
denn das für eine Scheiße? Okay, wir haben alle erwischt. Aber cool, daran liegt es also auch nicht. Noch ist es nicht vorbei. Nicht vorwärts. Noch letzte Worte. Na gut. Spuck es aus, Drecksack. Bettel ruhig. Oh, ich meinte eure letzten Worte. Echt jetzt? Noch ein Hinterhalt? Okay, und jetzt? Essen ist fertig. Och, Mama, wir hatten ihn fast. Dann schnappt ihr ihn eben das nächste Mal. Aber wir waren besser als ihr. Wir sind die Besten. Danke, dass du sie hast gewinnen lassen. Sie hatten Spaß. Ach, kein Ding. Das sind tolle Kinder. Ich glaube, sie mögen dich auch. Und wie war euer Spiel? Voll geil! Wir haben sie fertig gemacht! Die Bösewichte? Hä? Ach so, ja, die auch! Warum Spiel? Warum OBS? Warum? Mal sehen, ob es so gut schmeckt, wie es riecht. Setz dich. Die Arbeitslosigkeit tut dir gut, das sieht man. River genießt gerade das Familienleben. Familie und Polizei. Verträgt sich nicht. Endlich kann ich mal nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so unbeschwert gesehen. Was ist mit dir, Vi? Hast du hier Familie? Oder Freunde? War früher Nomade, aber die Familie ist zerfallen. Gefühlt von einer Ewigkeit. Für mich ist nichts wichtiger als meine Kinder. Ich habe Fehler gemacht. In meinem Leben ist eine Menge schiefgelaufen, aber ich habe meine Kleinen. Joss, kannst du dir mich als Vater vorstellen? Nein. Ich meine, ich sehe auch nicht gerade aus wie eine gute Mutter, also. Ja, wer sagt ja? Ich. Er hat selbst die Hand gehoben. Wie? Bist du mit jemandem zusammen? Rück raus mit der Sprache. Dann wäre das ja geklärt. 1199 hier. Verstärkung benötigt. Komm, ich rette dich vor dem Überfall. Pro das OBS, danke, was mich Joss. Fertig macht. Ja, danke. OBS, warum tust du sowas? Ich kann ja hier an der CPU-Zugehörigkeit rumdrehen, was ich will. Wird ja eh nichts bringen, weil das Problem ja scheinbar die GPU ist. CPU-Zugehörigkeit hochdrehen. Priorität hochdrehen.
Puh, das wurde gerade echt brenzlig. Wofür hat man einen Partner? Hm? Als nächstes hätte sie dir alte Fotoalben gezeigt. Gib's zu, du hattest nur keinen Bock, den Abwasch zu machen. Stimmt. Also haben wir zwei gute Gründe zu gehen. Oh, du wolltest gar nicht einsteigen. Ich bin ins Auto gestiegen. Da wären wir. Was genau ist das? Ein Wasserturm. Idealer Ort. Ideal? Wofür? Trinken, rumhängen, reden. Hier lang. Ach, Scheiße. Das Tor klemmt wieder. Muss es mal reparieren. Ich helf dir rüber, okay? Und du machst es von der anderen Seite auf. Okay, klingt gut. Ich hätte es auch so rüber geschafft. Okay. Weiter geht's. Die Gegend ist eigentlich nicht übel. Na, optisch natürlich kein Blickfang. Aber was soll's. Corpo Plaza ist es nicht. Nein. Aber man kann hier leben. Gibt schlimmere Orte, um Kinder großzuziehen. Und Randys Ärger mit der Polizei? Der kam ja nicht aus dem Nichts. Stimmt. Aber Randy kommt ganz nach seinem Vater. Der hätte auch in einem netteren Viertel Ärger. Sehr lustige GPU-Leistung immer wieder rauffällt. Das hat also nichts mit CPU irgendwas zu tun, sondern die Grafikkarte. Hat kein Nvidia-Update gemacht. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Angeblich die schlimmste Stadt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Aber die Skyline ist toll. Irgendwie beruhigend. Ja, mir gefällt's hier draußen. Abseits von allem. Weg von dem ganzen Chaos der Stadt. Erinnert mich an zu Hause. Ich hab was für dich. Deine Pistole? Ich hab sie schon so lange. Zu lange. Zeit für einen neuen Besitzer. Weiß nicht, was ich sagen soll. Aber schieß dir nicht den Fuß ab, okay? Interessante Warnung. Das hat Joss Mann mal gemacht. Stockbesoffen. Genau hier. Was das hier zu einem besonderen Ort für deine Familie macht? So in der Art. Zeit für den Höhepunkt des Abends. Wollen wir was trinken? Was Starkes wäre jetzt genau das Richtige. Na, sehe ich genauso. Auf Joss und die Kinder. Ja, auf die Familie. Hast du noch mehr davon? Zwei Flaschen Whisky und einen Kasten Bier. Sollte reichen. Das werden wir ja sehen. Oh je. Schnall deine Leber an. Es wird eine lange Nacht und ein langer Morgen. Ding ist, die gerenderten Videosequenzen machen kein Problem mit der Grafikkarte, ne? Ich weiß nicht, was er schon wieder hat. Oh, wo habe ich das hingetan? Warum schlafe ich bei seinem Sohn im Zimmer? Hoppala! Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja,
War wenigstens ein schöner Abend. Na, aber ich muss jetzt los. Hab Joss versprochen, sie zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Kannst du überhaupt noch fahren? Oh, bitte. Beim NCPD ist mein Experte im Fahren nach einem Vollsuff. Jetzt schon. Entschuldige dich bei Joss für mich. Wir sind gestern einfach so abgehauen. Und haben dann das Bad voll gekotzt. Oh, shit. Oh, yeah. Grüß Randy von mir. Mach ich. Bis dann, wie. Das macht man doch nicht. Immerhin gesoffen und Level up. Klingt ja wie im wahren Leben. So, was brauchen wir denn? Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Schrotflinten, leichten Maschinengewehren und stumpfen Waffen. Außerdem ermöglicht deine Konstitution, dass dir manche Türen gewaltsam zu öffnen. Sturmgewehren, Maschinenpistolen, Klingenwaffen. Smartwaffen. Jetzt sind scharfste Gewehren. Muss ich ja hier gucken, ne? Spiel halt nicht so viel Maschinenpistole, muss ich mal so sagen. Rotflinten, LMGs und HMGs. Auf 15 das freizuschalten, das wird ja nochmal lustig hier. Smartwaffen. Ja, das ist wieder guter Rat teuer, ne? Möchte ich nach oben. Klingenwaffen spiele ich nicht. Denke ich hier, ne? Der Techie. Kann wieder ein bisschen was reinknallen in den Körper. Ich verstehe halt nicht, warum das hier immer so ruckeln muss. Die Grafikkarte muss doch irgendein Treiberproblem sein. Ohne Mist. Ohne Spaß. Wenn ich hier durch die Karte scrolle, habe ich das Gefühl, dass es ruckelt.